Hier werden täglich Blutstammzellen übertragen. Patienten erhalten von einem Geschwister- oder unverwandten Spender Blutstammzellen, damit entweder die Leukämie beseitigt wird oder, wenn die Blutbildung versagt hat, eine neue Blutbildung übertragen wird. Die Stammzellen, die bei uns im Körper sind, die notwendig sind, dass wir Tag für Tag leben können, dass Gewebe wieder erneuert werden. Das nicht nur bei der Blutbildung, das auch in der Leber so, im Darm so, im Gehirn etwas weniger, aber Schleimhaut, Haut. Diese Beispiele werden immer etwas vergessen. Das Problem sind befruchtete Eizellen, weil das auch sehr skandalisiert wird, weil vorgegeben wird, dort werden Eizellen und Menschen getötet oder Zellen, die das Potenzial zu Menschen haben. Für uns Christenmenschen gibt es das hohe Gebot, dass wir das Leben schützen sollen. Das fünfte Gebot heißt, du sollst nicht töten. Und insofern ist jeder Christ dazu angehalten, nicht zu tun, was einem menschlichen Leben schadet. Dann kommt hinzu, dass wir natürlich dem Leben der Mitmenschen auch dienen sollen und es ihnen helfen sollen. Christus selber ist ein Arzt gewesen, also das Gebot, Krankheiten zu heilen, ist ebenfalls sehr hoch und sehr wichtig für uns. In der Frage der Stammzellenforschung kann es eben sein, dass diese beiden hohen Gebote miteinander so ein bisschen in Konflikt geraten, sich aneinander reiben. Es handelt sich dabei um befruchtete Eizellen, die nicht mehr zur Befruchtung einer Frau verwendet werden. Und die Alternative ist für diese befruchtete Eizellen, sie zu zerstören, wegzuwerfen oder noch für wichtige Experimente zu verwenden. Wir dürfen nicht leichtfertig damit umgehen, wir dürfen es aber auch nicht skandalisieren. Ich persönlich würde meinen, dass in Deutschland diese ethische Debatte um die Stammzellenforschung auf sehr hohem Niveau geführt worden ist. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir gut beraten waren, uns damit Mühe zu geben. Auch die jüngsten Entwicklungen in der Forschung machen ja eigentlich deutlich, dass es niemals vergeblich ist, wenn man versucht, die moralische Meinungsbildung gründlich anzustellen. Entnehme man mir Stammzellen aus der Haut, dann wären diese Zellen fast schon 62 Jahre alt, hätten schon viel Lichtschäden, hätten Veränderungen der DNA und da würde dann quasi die Belastung mit übertragen werden auf neues Gewebe. Wir werden bis dahin beides parallel zur Verfügung haben müssen, um die IPS auch mit humanen Stammzellen vergleichen zu können und Potenzial, aber auch Probleme abschätzen zu können. In der evangelischen Kirche wird über die Frage des Lebensbeginns auch seit Jahren intensiv diskutiert und es gibt dazu auch etwas unterschiedliche Meinungen. Klar ist jedenfalls, dass ein Embryo im frühen Stadium, also wenige Zellen, kein Mensch ist. Aber es handelt sich eben doch um menschliches Leben. Und menschliches Leben sollte auf jeden Fall geschützt werden. Es ist kein Gegenstand wie andere Gegenstände auch. Dass man unterscheiden muss zwischen Blutstammzellen und humanen Stammzellen aus befruchteten Eizellen, das sieht man deutlich, dass das einige noch nicht geistig bewältigen können. So hatten wir einen Kurier, der nicht in den USA mit Blutstammzellen einreisen durfte, weil der Einreiseoffizier meinte, das wäre unethisch und er müsse des Landes verwiesen werden. Es hat einige Interventionen gebraucht, bis dann die Blutstammzellen ins Land durften. Und das zeigt, wie doch viel Scheinwissen dort auch zusammenkommt, Verwechslung zusammenkommt.
Also ich wünsche mir, dass es eine Sensibilität für die Notwendigkeit ethischer Überlegung in modernen medizinischen Forschungen gibt. Und dazu können wir als Kirche etwas beitragen. Was ich mir nicht wünsche, ist, dass alle hinterher genauso denken wie ich.